Es ist uns eine Ehre, bei so einem Anlass dabei zu sein. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken, grenzenlos lieben, dabei zu sein. Wir Aleviten sehen die Welt als ein Land ohne Grenzen, in der alle Menschen Bürger dieses Landes sind. Unsere Sehnsucht ist der Respekt gegenüber allen Kulturen, Religionen und Völkern. Weshalb wir leben wollen wie ein Baum, einzeln und frei, sowie brüderlich wie ein Wald. Seien wir eins, seien wir groß, seien wir tatkräftig. Wer immer ihr seid, wir lieben, dienen und brauchen euch. Biz Aleviler, halkların kardeşliğin etkiliğinde aranızda olmaktan onur duyuyoruz. Bizler dünyayı sınırları olmayan bir ülke olarak görüyoruz. Bütün insanlar bu ülkenin vatandaşıdır. Bizim özlemimiz farklı fikirlere, farklı inançlara ve farklı haklara herkesin saygı duymasıdır. Bizim özlemimiz Nazım Hikmet'in dediği gibi, yaşamak bir ağaç, tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine. Ve bizler diyoruz ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kim olursanız olun, sizleri seviyoruz. Sizlere saygı duyuyoruz ve sizlere ihtiyacımız var. Das war türkisch. Liebe Gäste, Sema ist kein Tanz, kurz gesagt. Wir Aleviten sind eine Glaubensgemeinschaft aus der Türkei. Man sollte die Aleviten nicht mit anderen Glaubenschaften vergleichen. Alevitentum ist eine eigenständige Glaubenschaft, die eigentlich in Anatolien in der Türkei sind. Und der Sema-Tanz, das ist kein Tanz, das ist ein spiritueller Tanz eigentlich. Sema wird gegangen. Ich werde ganz kurz, ich weiß, dass wir sehr knapp bei Zeit sind, einiges über den Tanz, also Sema sagen, damit man auch versteht, was die Bewegungen alles so bedeutet. Im Alevitentum nennt man den Gottesdienst Djem. Der Zweck des Djems ist, Frieden mit der Gemeinde und der Umgebung und der Natur zu finden. Derjenige, der den Gottesdienst leitet, Dede, wird genannt, teilt sein Wissen und seine Erfahrung mit der Gemeinschaft. Während des Djems werden 12 verschiedene Dienste abgehalten, wobei der Sema der wichtigste Bestandteil ist. Sema ist eine religiöse Zeremonie, die einem Tanz gleicht und stellt ein Gebetsritual dar. Allerdings darf es nicht als folkloristisches Element betrachtet werden. Deshalb sollte man auch nach dem Tanz eigentlich nicht applaudieren. Wäre Ihnen sehr dankbar. Die Bedeutung von Sema ist in den Himmel aufsteigen. Der Sema-Tänzer, respektive Tänzerin, will so eins werden mit Gott und der Natur. Es ist ein Ausdrucksmittel des Lebens, des Todes, der Freude, Dankbarkeit und des Gemeinschaftssinns. Jede Figur im Sema hat eine spezielle Bedeutung, wobei folgend die wichtigsten erläutert werden. Beim Sema bewegen sich die Praktizierenden im Kreis. Diese Kreisbahnbewegungen und auch das Drehen um die eigene Achse symbolisiert sowohl das Universum mit den Planeten des Sonnensystems wie auch die ewigen Kreisläufe des Lebens und der Natur. Es gibt über 70 Arten von Sema. Wir werden ganz kleines Teil hier präsentieren. Allerdings ist die Temporeihenfolge immer dasselbe. Sema beginnt in einem langsamen Tempo, wird gegen Mitte beschleunigt und gegen Ende wieder langsamer bis zum Stillstand. Dieser Tempokreislauf symbolisiert die Entwicklung der Gefühle und des Geistes, bis sie wieder zur Ruhe kommen. Beim Sema ist es zwingend, dass sowohl Frauen und Männer es zusammen praktizieren. Dies stellt die Einheit, Gleichheit, Schöpfung, Liebe und Gegensätze dar.
Die Hand in der Fläche wird oftmals zuerst zu Boden und dann zum Himmel gestreckt. Mit dieser Bewegung wird eine Verbindung zwischen Boden, Natur, Mensch und dem Himmel, Gott, aufgebaut. Der Praktizierende richtet seinen Blick grundsätzlich in die Handfläche. Die Handfläche stellt einen Spiegel dar, worin der Praktizierende den Gott sich in sich selbst, sprich menschlichen, sieht. Wir sagen auch oftmals, wir sagen nicht oftmals, immer, mein Kaba ist der Mensch, was du suchst, such es in dir selbst. Die Hand wird oftmals zum Herzen hin bewegt. Dies ist eine Art des Grüßens im Alevitentum und bedeutet aufrichtige und vom Herzen kommende Liebe und Hingabe. Besten Dank. Semah döner, aşkımdan ateşler yanar. Aslına ermektir bile, beş vakitle avunmayız. Aslına ermektir bile, beş vakitle avunmayız. Mahil oldum yapısına, vadım kırklar kapısına, mahil oldum yapısına, tapmışım ak kapısına, tapmışım ak kapısına, evet Allah, ahir Allah, imanıma mentu billah, dönemem esafurullah. Duram gitme, dağlar dumandır, dağlar dumandır. Bizim sürdüğümüz hey dost yıkar imandır. Bizim sürdüğümüz hey dost yıkar imandır. Yarinden ayrılan hali yamandır, hali yamandır. Turnalar uşağı uşağı görmediniz mi? Turnalar uşağı merdanı görmediniz mi? Eylen turnam, eylen eylen alim misin sen? Yoksa hünkâr Hacı Bektaş veli misin sen? Eylen turnam, eylen eylen alim misin sen?